Hallo ihr Lieben, heute machen wir Hot Chicken Stew. Das ist ein afrikanisches Essen. Dafür brauchen wir ein Suppenhuhn. Wir machen noch immer Rindfleisch damit rein, aber wir haben jetzt dieses Suppenhuhn auftauen lassen. Das wird jetzt gewaschen und in kleine Teile zerlegt. Dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Hier einmal das Rindfleisch, das ist gewaschen. Dann haben wir hier das Hühnchen zerkleinert. Das sind ungefähr 12 Teile, die wir da rausgekriegt haben. Wir salzen das jetzt. Dann ein bisschen Pfeffer. Das Gleiche machen wir hiermit. Und dann mache ich 1 Liter kochendes Wasser. Das habe ich schon aufgekocht. In den Mixpot. Mache ich jetzt Gemüsebrühe rein. Gramm das sind. Haben wir 60 Gramm. Deckel drauf. Den Aroma drauf. Hier den Deckel drauf. Und dann machen wir 70 Minuten. 70 Minuten Aroma Stufe 2. So, in der Zeit, wo jetzt das Fleisch kocht, haben wir Black Eye Beans aufgesetzt. Die setzen wir auf dem Herd auf. Die kochen ungefähr auch 60 Minuten. Da muss man zwischendurch mal gucken, wann die gar sind. Die gibt es im China-Laden oder im Sri Lanka-Laden bei uns. Da könnt ihr die haben. Das ist kein Muss, dass man die dazu isst, aber wir essen die gerne dazu. Genau wie die Plantain, diese Kochbananen. Das zeige ich euch nachher noch. Und die haben wir jetzt mit aufgesetzt, dass das so ziemlich gleich gar ist. 70 Minuten sind gleich um. Wir füllen das Fleisch in einen Topf. Die Flüssigkeit heben wir auch auf. Das ist jetzt fertig. Rindfleisch daran. Und die Hühnchenteile. Ihr könnt das auch am Abend zuvor schon kochen, weil das ist ja sehr zeitaufwendig, dies hier zu machen. Aber es lohnt sich. Flüssigkeit hebe ich auch auf. So, wir brauchen das jetzt nicht ausspülen. 3 Zwiebeln. Halbiere ich und viertel die dann. Dann kommen die Knoblauch dazu. Ich habe jetzt hier 3 6 Stück. Ich habe jetzt 5 Sekunden Stufe 8 gemacht bei dem. Das sieht jetzt so aus. Jetzt kommt die passierten Tomaten da rein. Dann kommt Tomatenmark da rein. Eine Dose, das sind 140 Gramm. Da kommt noch Cayennepfeffer rein. Wer das nicht so scharf macht, braucht Paprika oder das ist jetzt bei euch. Ich nehme jetzt ein bisschen hiervon. Das ist ein bisschen Chili gemahlen aus Afrika. Das werdet ihr nicht haben und das ist auch sehr scharf. Dann nehme ich jetzt was von ihr. Könnt Cayennepfeffer oder normalen Pfeffer und Paprika nehmen. So, jetzt noch einmal. 40 Minuten, 100 Grad, Stufe 1. So, die 40 Minuten sind um. Ihr seht, das hat ein bisschen gespritzt. Nehmen wir das hier von dem Deckel runter und geben. Zur Maximalgrenze die Flüssigkeit dazu. Dann machen wir den Deckel wieder drauf und machen noch mal 10 Minuten 100 Grad
Stufe 2. Dieses Rezept oder beziehungsweise dieses Gericht erfordert eine ganze Menge Zeit. Dies ist sehr zeitaufwendig, aber es lohnt sich wirklich, das zu machen. Man kann zum Beispiel das Hühnchen ja auch schon den Abend vorher kochen, die rote Soße zu machen. Und man könnte auch beide schon einen Tag zuvor machen. Je länger das durchzieht, umso leckerer wird das dann. Ich hoffe, ihr kocht das irgendwann mal nach und könnt mir berichten, wie es euch schmeckt. Sind jetzt auch um. Jetzt können wir das alles zur Seite machen. Das Ganze wird jetzt in den Topf geschüttet. Man braucht auch nicht mehr Soße, das ist völlig genug. Vorsichtig beim Umkippen. Sehr heiß. So, das wird zusammen mit dem Fleisch, weil das ja jetzt schon abgekühlt ist, nochmal auf der Herdplatte erwärmt. Wir essen dazu Reis und diese Plantain, das sind Kochbananen, die frittiere ich in der Heißluftfritteuse, also ohne Fett. Die kann man natürlich auch kochen. Ich mag sie lieber frittiert und ich zeige euch nachher das Gericht, wenn das fertig auf dem Teller ist. So, hier könnt ihr jetzt die Plantain, also die Kochbanane sehen, die habe ich in der Heißluftfritteuse drin für 25 Minuten, dass sie nachher schön braun sind. Den Reis, weil ich ein bisschen mehr brauche, habe ich auch im Topf jetzt gemacht. Hier sind unsere Bohnen, die warm gemacht werden. Und in dem Topf erwärme ich gerade das Hot Chicken Stew. So, hier ist es jetzt aufgefüllt auf dem Teller. Die Beans, die Plantain, der Reis und das Fleisch. Das werde ich mir jetzt schmecken lassen.